Hallo ihr Lieben, es weihnachtet. Ganz herzlich willkommen zum Adventskranz-Video 5.0. Mir sind heute Morgen wieder so schöne Ideen gekommen. Ich war im Großmarkt. Es ist heute wirklich ein langer Tag. Bin um 5 aufgestanden, aber heute Morgen, ich musste doch so schöne Sachen kaufen. Und ich hatte auch so tolle Ideen. Und darin kommen auch diese wunderschönen goldenen Stabkerzenhalter vor und mit den anthrazitfarbenen Kerzen. Und ich habe so schöne Naturmaterialien hier ergattert. Aber was ich dann damit mache, so einmal hier zeige ich es doch einmal. Ja, sowas und goldenes Schleierkraut. Aber was ich dann damit gleich mache, das kommt jetzt im Video. Und es gibt immer so viele Tipps und Tricks. Es lohnt sich immer, bis zum Schluss dabei zu bleiben und alles zu gucken, weil es folgt jetzt Schritt für Schritt von diesem wunderschönen Adventskranz, der super edel ist und der am Schluss auf diesem goldenen Teller Platz nehmen darf. Ein herrschaftlicher Platz. So, ich war also heute auch schon beim Kunden unterwegs. Ich war nicht nur im Großmarkt, ich war auch beim Kunden. Und ich zeige euch gleich mal im Video. Der Kunde wollte gern seinen Chinaschilf, seine Gräser, die diese wunderschönen Blüten haben, die wollte er gern geschnitten haben, obwohl man die normalerweise ja erst im Frühjahr schneidet. Aber bevor ich das alles entsorge, sind mir da so schöne Ideen gekommen. Und da kam mir auch die Idee natürlich zum neuen Adventskranz-Video. Früher morgen bin ich schon bei meinem Kunden. Und dieses schöne Gras, dieses winterharte Miscanthusgras, auch Chinaschilf genannt, das wollte der Kunde gern, weil das so gelb ist, geschnitten bekommen. Und normalerweise schneidet man das ja erst im Februar ganz unten ab. Und hier gibt es diese wunderschönen Blüten von diesem Gras. Und ich habe gedacht, oh, ich muss da was Schönes draus machen, weil das ist ja viel zu schade, das alles so im Grünmüll verschwinden zu lassen. Und zack, ist mir wieder eine tolle Idee eingefallen. Und ganz nebenbei, wenn ihr das erst im Februar zurückschneidet, dann kann man da auch super Türgrenze draus machen. Und ich verlinke euch nochmal die Videos von den Türgrenzen, die ich gemacht habe, daraus. Das ist auch eine ganz tolle Idee. Kleiner Tipp von mir, bitte auf jeden Fall Handschuhe nehmen, wenn man das Gras schneidet, weil ansonsten schneidet man sich ganz fürchterlich. Aber was wir daraus jetzt machen für Weihnachten, das zeige ich euch gleich im Video. Bevor ich loslege, zeige ich erst noch mal das andere. Hier habe ich Schleierkraut selber ein bisschen golden gesprüht, für dieses, damit es auch zu diesem goldenen Teller eine Verbindung gibt. Ich habe dann noch für den Kranz zum Wickeln, dass ich auch zum Anthrazit und Grauen den Übergang habe, habe ich Calocephalus, also diesen schönen Stacheldraht. Ich nenne ihn liebevoll Kali, mitgebracht. Dann habe ich natürlich einen wunderschönen goldenen Teller für den Kranz. Ich habe ein tolles goldschwarzes Band, ja, wo ich dann auch Schleifen dran mache. Und dann haben wir natürlich diese wunderschönen anthrazitfarbenen Stabkerzen. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Muss ich doch gleich mal angucken. So. Auch in Rustik. Rustik finde ich immer sehr schön. Hast du noch mit Rustik beschriftet. Damit die alle gut liegen, habe ich auch hier ein Tuch schon mal mitgebracht, weil die Kerzen auf den Tisch legen ohne Tuch, das ist immer ganz schlecht, weil es ist meistens, wenn man arbeitet, sind so viel Krümel hier auf der Platte und dann kann man gleich die Krümel in das, ja, quasi in das Wachs reindrücken. Das ist nichts in der Sache. Und dann auch ein bisschen Weihnachtsdeko soll natürlich sein, aber dezent. Schöne in so einem, ja, in so einem Anthrazit-Goldton. Auch sehr schöne Sterne. Aber jetzt lege ich erstmal los mit dem Kranz. Ich habe einen Strohrömer, 30er. Und der ist schön dick. Ja, dann mache ich euch nochmal den Bestelllink bei Floristik24 rein. Und was immer gut ist, Moment, das muss ich erstmal aufkriegen, ist mit Kranzwickelband zu arbeiten, weil wenn ich diesen Adventskranz sonst von unten, ist der natürlich schöner abgewickelt, beziehungsweise wenn man dann so ein kleines Stückchen mal durchguckt, ist der natürlich viel schöner abgewickelt, wenn ich den mit dem Kranzwickelband so einfach wickel und dann habe ich nicht das Problem, dass dieses helle Stroh
eventuell durchblinzelt. So, also jetzt ist einmal hier mit diesem Kranzwickelband unser Strohrömer abgewickelt. Das hat natürlich den Vorteil. So, ich nehme auch einen Krampen und mache das fest. Das Schöne ist, bis jetzt hatte ich natürlich hier Stroh, das so rumfliegt, und das habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn das also beim Kunden irgendwo auf dem Tisch liegt, dann habe ich also hier eine schöne Unterseite und nicht dieses, diesen original Strohrömer. Jetzt kommt mal wieder eine Runde Fleißarbeit. Das heißt, ich brauche jetzt also ganz viele Stückchen, sowohl vom Gras als auch, ich lege mir jetzt einfach ein ganzes Büschel auf den Tisch. Ich brauche jetzt hier ganz viele Stückchen. Die grünen Grashalme, die müssen natürlich raus. Ja, die kann ich nicht brauchen. Leider ist immer ein grüner Grashalm ist immer noch dran an diesen Blüten. Das muss alles weg. Und ich brauche jetzt eigentlich ganz viel Material, weil mein Gedanke ist natürlich, dass es auch so wunderschön mit dem Wickeln, dass diese Fruchtstände so wunderschön fallen. Ich bin gespannt, wie die dann aussehen, weil ich habe diesen Kranz tatsächlich noch nie gemacht so. Ich mache den jetzt einfach für euch im Video. Es ist ja so eine ganz neue Idee und meine Mitarbeiterinnen sind auch schon ganz fasziniert und werden morgen natürlich neugierig gucken, was rauskommt. Des Weiteren brauche ich ganz viele kleine Stückchen vom Schleierkraut. Und am besten geht man wirklich her und schneidet sich einen ganzen Berg Schleierkraut auf den Tisch. Weil dazwischen schneiden ist natürlich immer ein bisschen mühsamer als davor schneiden. So, die Vorbereitung ist abgeschlossen, ich hoffe, und ich nehme jetzt wieder meinen Draht und fixiere den einmal am Strohrömer, ja? Und eigentlich fangen wir jetzt wieder an zu wickeln, so ein bisschen eigentlich wie beim Herbstkranz-Video. Das heißt, ich lege die ganzen, die Zutaten, die ich wickeln will, ich lege die an den Kranz. Und das Schöne ist jetzt natürlich mit den Gräsern. Moment, so, ich brauche jetzt einen guten Startpunkt. Das Schöne ist mit den Gräsern, dass die so lässig nach außen schwingen. Ja, genau diesen Effekt wollte ich eigentlich gerne erzielen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal ein paar, lege die hier schön entlang und wickel die schon mal fest. So. Es hat jemand von euch irgendwie geschrieben in einem der letzten Videos, dass es natürlich immer ein Geräusch macht, wenn das Werkzeug oder die Rolle auf die Arbeitsplatte gehen. Ja, das tut's, aber ich kann leider mit einem Tuch drunter nicht gut arbeiten. Deswegen schöne Grüße. Es sind auch ganz wenige, die sowas mal schreiben. Aber es lässt sich eben nur auf einer glatten Fläche auch gut arbeiten. Und wenn die Fläche dann nicht glatt ist, dann geht es eben nicht. Ja, insofern lässt sich das nicht anders machen. Das ist interessant, das ist jetzt hier so ein Gras, da sind die Blüten schon ein bisschen offener. Das würde ich nicht nehmen, ja, das ist mir auch zu weit von der Blüte her. Das heißt, das schmeiße ich jetzt einfach mal weg und lege wieder neue Blüten an. Und ich nehme, genau, sieht man, ich muss auch erstmal überlegen, ich nehme tatsächlich mehr nur die Spitzen. Die Baumschere ist nicht geeignet zum Abschneiden. So, ich nehme nur die Spitzen und wickle dazwischen wieder schön mein Schleierkraut und meinen Calocephalus. Das heißt, seitlich kann es ruhig ein bisschen weiter ausschweifen, ja, mein Gras. Aber sobald ich es hier in der Mitte dazwischen lege, dann schneide ich es tatsächlich kürzer, weil ich es ansonsten, man kann das auch, wenn man jetzt nicht so viel Gräser hat wie ich, man kann die auch teilen. So, und dann legt man die so zusammen und dann hat man natürlich das Doppelte
Und da wollte ich jetzt noch mal Gras dazwischen legen und seitlich auch Gras legen. So. Ja, und der Effekt, den ich eigentlich erzielen möchte, ist, dass diese Gräser so schön buschig sind. Ja, das fand ich total irre, die Vorstellung, dass ich so einen buschigen Gräserkranz, der fast so ein bisschen daran erinnert, was man für Arbeiten ja eigentlich auch mit Pampasgras zum Beispiel machen kann. Ja, dann benutzen manche, die dann so riesige Kränze machen. Ich muss sagen, ich mache natürlich nicht so riesige Kränze, weil das ist dann so gigantisch, die kriege ich in meinem kleinen Laden gar nicht unter. Ja, und für so ganz große Kränze, da kann man dann natürlich noch ganze Pampasgrasbüschel nehmen. Und man kann es jetzt hier schon erahnen, diesen buschigen Charakter, den ich damit erzielen möchte. Ja, ich schneide immer ein bisschen die Enden ab, sonst habe ich hier so viele Enden. Ist eigentlich nicht so ein Problem. Ich wickel es eh rein. Aber so ein bisschen reduzieren kann ich es ja. So, und wow, genau dieses Buschige wollte ich gerne erreichen. Cool. Ja, und das ist jetzt eigentlich, kann auch mal verweisen, wieder vom Wickeln her und Anlegen auf mein Herbstkranz-Video. Eigentlich ist es die gleiche Basis, ja, mit der ich hier arbeite. Das heißt, ich lege immer mein Material an. Dazu muss es natürlich gut geschnitten sein. So, ich lege mein Material an in Stücken. Schleierkraut habe ich ja auch genug geschnitten. Zu diesem Schleierkraut nochmal, haben wir gerade hier so drüber gesprochen, während ich einmal wieder so beschleunigt habe, das Video. Dieses Schleierkraut, das habe ich heute Morgen geholt und ich habe das selber golden gesprüht. Ja, und es gibt ein goldenes Farbspray, das also auch deckend sprüht. Das ist das Wichtige, dass das eben, ja, dass die Farbe, das nicht Gold glimmert. Ja, da gibt es auch Goldglimmer, sondern das muss wirklich ordentlich decken, die Farbe. Und dann kann man damit auch dieses Schleierkraut so wunderbar einfärben. Habe das als Vorbereitung, habe ich ein Stück Zeitung genommen, das Schleierkraut drauf gemacht und habe da mal fröhlich gesprüht als Vorbereitung auf das Video. Das heißt also, dieses Video begleitet mich in der Tat den ganzen Tag. Es ist nicht nur, dass ich morgens auf dem Großmarkt natürlich die Materialien suche, dass ich die Sachen jetzt vorbereite tagsüber, alles dekoriere, dass ich die Gräser schneiden gehe. Also so ein Video dauert wirklich sehr, sehr lange. Und ein paar von euch haben mir auch geschrieben, dass sie das echt toll finden, dass ich trotz dieser Zeit meine Ideen teile. Ich teile die Ideen total gern mit euch und es macht auch riesig Spaß. Und ich zeige euch jetzt natürlich auch Kränze, die ein bisschen halten. Das heißt, die man also schon jetzt in dieser Zeit machen kann und wo man unbesorgt die einfach irgendwo gut lagern kann. Natürlich trocken, ja, oft kühl ist auch ganz gut. Aber die Kränze, die mit Tanne sind, also mit Nadligen, das sind Kränze, die ich tatsächlich jetzt noch nicht mache. Und deswegen kann ich Videos mit den klassischen Kränzen, Tannenkränzen, noch nicht zeigen, ja, weil ich mache die natürlich wirklich erst in der Zeit, in der wir die auch brauchen, in der die nachgefragt sind. Klar, also da achte ich natürlich schon drauf. Und deswegen, ja, so eine völlig andere Idee ist jetzt dieses Video heute, auf das ich auch so, muss ich ehrlich sagen, so richtig Lust hatte. Ja, und habe gedacht, cool. Es hat mich selber gereizt und ich war einfach neugierig, was rauskommt. Ganz ehrlich. So, also ich habe jetzt einiges im Schnelldurchlauf gemacht, weil es dauert schon wirklich ziemlich lang, bis man so einen Kranz gewickelt hat. Und da ist ja auch unheimlich viel Material drin. Und ich habe gerade auch zu meinem lieben Kameramann gesagt, wenn es euch YouTuber nicht geben wird, ich glaube, da würde ich vielleicht so manche Idee gar nicht so unbedingt austoben, weil so
bin ich natürlich schon experimentierfreudiger und ich bin auch total gespannt, was meine Kunden sagen zu den Ideen. Es kommen ja auch ganz viele hier rein, die sagen, sie gucken alle Videos. Das finde ich ja auch immer total klasse. Aber ja, natürlich ist es auch YouTube und die vielen, vielen, vielen Menschen, die das angucken, die mich auch zu immer neuen Ideen ja, treiben oder animieren. Ne, animieren finde ich ist ein sehr positives Wort. Und ja, es ist doch, aber wir haben gerade gesagt, es dauert unheimlich lang und gerade wurde meine Geduld, ich bin nicht immer geduldig, aber meine Geduld, zumindest in der Hinsicht, wurde gerade gelobt. Ja, es ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Stück. Also ich bin jetzt schon ganz verliebt. Ganz verliebt hatte ich auch so eine schöne Serie. Die habe ich im Herbst gemacht, aber ich bin jetzt schon ganz verliebt in diesen Kranz und bin schon mächtig am Überlegen, ob der nicht zufällig in mein Wohnzimmer auch muss. Mal gucken. Ich werde das zu Hause einfach mal verhandeln. Und man kann jetzt hier auch sehen, wenn ich da jetzt mal so gucke. Wow. Also man will ihn eigentlich streicheln. Und Volumen bekomme ich ja auch mit dem Schleierkraut, mit dem Calocephalus. Und damit entsteht auch der Effekt, dass dieses Gras hochsteht. Ja, dieses Gras würde natürlich nie hochstehen, wenn ich wenig Material hätte. Ja, wickel, wickel, wickel. Also man muss immer viel anlegen, gut anlegen, fest wickeln, feste ziehen. Ich nehme extra den festen Wickeldraht dazu. So langsam komme ich jetzt natürlich an so einen Punkt, wo ich einfach mal die Gräser hier abschneiden muss. Und ich komme auch an den Punkt, wo ich die Gräser, die ich anlege, kürzer machen muss. Grund ist, sonst komme ich nicht mehr hier so gut hier drunter. So, also es ist schon ein Prunkstück. Dieser Kranz. Hier ist er. Wow. Und jetzt kommt eigentlich der Augenblick, wo es spannend wird, wo wir diesen schönen Kranz auf diese tolle goldene Schale legen. Das ist eigentlich der Augenblick, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich denke, wow, also die Schale, die adelt diesen Kranz richtig. So, jetzt kommen noch diese vier Kerzen in den Kranz. Wenn diese Kerzen nicht so ganz sitzen sollten, nicht so ganz fest sind, entweder ihr nehmt einen Tropfen Wachs oder ihr nehmt dieses Floristen, dieses Knetfix, das ich euch in dem vorigen Video mal gezeigt habe. Dann kann man die auch ganz toll fixieren. Und das, Kerzen, die nicht fest sind, sind wieder ein Sicherheitsrisiko. Und das ist nicht gut. Sicherheit geht vor. Sicherheit ist ganz, ganz wichtig. So, also etwaige Millimeter-Ungenauigkeiten lassen sich natürlich immer korrigieren. Die Deko, ein bisschen Weihnachten muss sein. Und eigentlich war mein Gedanke hier noch Schleifen dran zu machen. Ist die Frage, ob er überhaupt noch sowas braucht. Naja, sieht schon auch toll aus. Ich mach mal eine dran. Wir testen mal. Dazu ist ja das Video auch da, dass man einfach verschiedene Optionen sieht. Ich nehme, um diese Schleife zu fixieren, ich nehme einen Draht. Wow, also ich finde, es macht ihn noch festlicher. Aber ihr könnt es entscheiden, ob ihr nochmal vier Schleifen machen wollt, jeweils an die Kerzen oder nicht. Das ist euer persönlicher Gusto. Ich glaube, ich würde es machen, weil ich es einfach edel finde und weil ich denke, dass der Glanz nochmal betont wird. Aber ich würde es tatsächlich nur an die Kerzen setzen,
Ja, ich würde jetzt nichts hier außenrum machen und so. Da würde ich wirklich diese Gräser wirken und spielen lassen. Aber ich glaube, jetzt haben wir so einen aufwendigen Kranz gemacht. Das ist jetzt auch gut und ich hoffe, euch inspiriert zu haben, dass ihr nach Gräsern auf Suche geht, nach Materialien, die ihr auch eventuell schön färben könnt und die toll reinwickeln könnt und damit so ein tolles Volumen macht. Und ein schöner Teller macht natürlich auch unglaublich Stimmung. Und ja, man braucht dann eigentlich, wenn man so schöne Naturmaterialien hat, man braucht eigentlich kaum mehr Deko. Das ist ja das Irre an der Geschichte. Ja, und das war jetzt Adventskranzvideo 5.0. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und ich freue mich auch unheimlich, euch Ideen und Inspirationen zu geben. Und ich kann euch verraten, es war nicht das letzte Adventskranzvideo. Es geht weiter. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Es lohnt sich immer, weil dann bekommt ihr eine Erinnerung, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt, um kein Video zu verpassen. Und ich sage euch, ich wünsche euch viel Inspiration, viel, viel Spaß beim Gestalten und sage alles Liebe und bis bald. Tschüss!